Hey, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das ist mein aktueller Stand, was meine Haarfarbe betrifft. Sie sind mittlerweile nicht mehr ganz schwarz, sondern sie haben einen blau-lila Schimmer, je nachdem wie das Licht drauf fällt. Finde ich ganz interessant, aber dennoch finde ich, dass etwas Neues her muss. Das Grün ist jetzt immer blasser geworden. Es sieht mittlerweile eher so ein bisschen mehr türkis aus. An sich auch nicht schlimm. Ich muss sagen, eigentlich finde ich die Kombi relativ cool. Aber hier oben dieser leichte Grünstich, also es passt irgendwie schon alles zusammen, aber ich möchte es unbedingt ändern. Und aufgrund, weil ich ja schon euch so ein paar Mal auf Instagram mitgenommen habe, habe ich mir gedacht, wenn ja schon der Ansatz so ein bisschen grün schimmert, dass wir uns einfach so ein bisschen den alten Image von Billie Eilish anpassen. Sie hatte ja damals einen grünen Ansatz auf schwarzen Haaren. Meine sind jetzt ein bisschen bläulich. Ich werde sie jetzt auch nicht nochmal schwarz nachfärben, einfach weil ich für danach auch wieder was Neues geplant habe. Aber ich dachte mir, wir hellen einfach diesen oberen Part auf, damit wir einfach das, was eh schon so leicht grün vorgegeben ist, einfach noch so ein bisschen intensiver machen. Das hier unten wird natürlich auch aufgefrischt mit dem Grünton, einfach, dass es so ein bisschen zusammenpasst. Und ein zweites Experiment in diesem Video. Ich möchte meine Haare nicht aufhellen mit Blondierung oder mit einem Color Remover, sondern ich habe so ein bisschen YouTube durchstöbert und gesehen, dass man seine Haare auch mit Vitamintabletten und einem Head & Shoulders Shampoo aufhellen kann. Und dafür habe ich mir diese beiden Sachen gekauft. Ich hatte jetzt keine Lust, irgendwelche Kapseln selber kaputt zu machen. Deswegen habe ich mir einfach im Edeka dieses Vitamin C Pulver gekauft und ganz normal Head & Shoulders. Ich habe das Ganze auch schon auf einer Probesträhne ausprobiert und das Ganze hatte relativ gut funktioniert. Deswegen denke ich, wenn ich es jetzt auf dem ganzen Kopf mache, sollte es auch funktionieren. Das kommt natürlich immer darauf an, wie man das Mischungsverhältnis zueinander macht, ob man das jetzt 1:1 mischt oder von dem einen mehr oder weniger nimmt. Da muss ich jetzt einfach gucken, wie das Ganze funktioniert. Meine Erfahrung hat berichtet, als ich es ausgetestet habe, dass ich es definitiv 2 Stunden drauf lassen muss und mir 40 Minuten nicht ganz so viel bringen. Aber beim Testen habe ich auch den unteren dunklen Teil benutzt. Ich will ja jetzt nur meinen Ansatz aufhellen und der ist ja wie gesagt schon so ein bisschen ausgeblichen und deswegen denke ich, dass das Ganze vielleicht so ein bisschen schneller gehen kann. Diesmal möchte ich mit den Farben von Directions arbeiten. Das ist schon wieder so ein bisschen länger her, als ich mit diesen Farben gearbeitet habe. Ich habe mir 2 verschiedene Grüntöne gekauft. Jetzt sehen sie doch unfassbar dunkel aus. Im Internet sahen sie ein bisschen heller auf den Bildern aus. Mal schauen, wie das Ganze ist. Ich werde euch auf jeden Fall wieder alle Informationen zu den ganzen Produkten, die ich verwende, unten in die Infobox reinschreiben, genauso wie die Mischungsverhältnisse. Und heute habe ich mir vor allem auch überlegt, dass ich das Ganze einfach hier drehe. Ich habe so ein bisschen umgebaut in meinem Schlafzimmer, mir so ein paar Spiegel aufgebaut und ich hoffe, dass das so ein bisschen besser klappt. Ich finde es einfach von der Beleuchtung schöner. Ich finde es vom Hintergrund schöner, neutraler, man erkennt alles besser. Aber mal schauen, gebt mir gerne mal ein Feedback zu diesem Video, ob euch das besser gefällt, wenn ich meine Haare hier färbe oder eben im Badezimmer. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir starten mit dem Video. Boah, das fühlt sich voll komisch an, weil das ist so flüssig und wenn man das so einen Moment länger drauf hat, ihr seht es hier selber, es fängt an zu laufen. Sehr interessant, sehr interessante Konsistenz. Man kann wahrscheinlich auch einfach mehr Pulver nehmen und weniger Shampoo, dass es weniger läuft. Ich sag ja, je nachdem, was ihr für ein Mischungsverhältnis macht, ist es natürlich auch intensiver oder weniger intensiv. Ich glaube, es reicht, wenn man das Ganze 1:1 mischt und nicht in dem Verhältnis, wie ich es gemacht habe, 1 Teil und 2 Teile. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal, ob das Ganze funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann melde ich mich gleich wieder zurück. 2 Stunden später mit leicht nassen Haaren melde ich mich zurück. Es sieht
Man sieht, dass es definitiv grüner geworden ist, also heller geworden ist. Es ist auch an Stellen, wo es hingelaufen ist, wie ihr seht, auch unfassbar hell geworden. Gut, hier drunter waren die voll blondiert. Hier oben tut sich es ein bisschen schwer, aber ich hatte ja auch zweimal schwarz drüber gematscht. Ich finde aber, man kann damit arbeiten. Ich hoffe, dass es trotzdem gut knallig wird. Im Spiegel neben mir sieht es definitiv heller aus als in der Kamera, aber manchmal täuscht das auch so ein bisschen. Ich werde jetzt die beiden Farben von den Direction nehmen. Und zwar ist das einmal Spring Green und einmal Apple Green. Die werde ich 1:1 zusammenmischen, damit natürlich die Ansätze bedecken. Ich werde es so ein bisschen ausschleichen lassen, dass es keinen Absatz gibt. Falls ich irgendwie so ein bisschen weiter mit diesem Vitamin- und Shampoo-Zeugs-Mischung runtergekommen bin, dass es keine Flecken gibt. Und vor allem werde ich das hier unten ausgleichen, weil das sieht natürlich jetzt nicht mehr schön aus. Und wie gesagt, dafür werde ich jetzt diese beiden Farben 1:1 mischen und auftragen. Ich gebe jetzt einfach den restlichen Grünton einfach nochmal komplett über alles drüber. Einfach damit keine Absätze entstehen, damit ich nicht irgendwo was vergessen habe. Und einfach vielleicht damit überall so ein leichter Grünschimmer auch auf dem Schwarzblau entsteht. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, wie gut es überhaupt annehmen wird. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ne? Meine neuen Haare sind da. Sie sind wieder schön frisch. Sie glänzen doppelt so viel, wie sie es vorher getan haben. Und das Grün sieht man auf jeden Fall unten durchschimmern. Es ist immer noch so ein bisschen blau, aber ich finde, es ist so ein bisschen wieder dunkler, satter. Der Ansatz ist, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ein bisschen mehr grün oder eben nur so ein bisschen. Es ist natürlich nicht so geworden, wie ich es gewollt habe. Also ich hätte es gerne noch knalliger und quietschiger im Ansatz gehabt. Aber dann hätte ich natürlich mit Blondierung arbeiten müssen oder mit einem Color Remover. Und das wollte ich mir dieses Mal einfach ersparen. Einfach auch, um die Haare so ein bisschen zu schonen. Aber trotzdem sieht man ja, je nachdem wie das Licht drauf fällt, dass auch der Ansatz schön grün geworden ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn sich das Ganze so ein bisschen mehr rauswäscht, dass es dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen heller und intensiver wird, wie es eben vorher auch schon war. Ich meine, die Haare waren schwarz gefärbt und der Ansatz ist grün geworden. Und genau deswegen habe ich gedacht, muss da irgendwie mehr Grün drauf, um das einfach so ein bisschen anzupassen. Es ist halt mal was anderes, hat nicht jeder, ist nicht so kräftig, wie es bei Billie Eilish ist, aber damit kann ich leben. Vielleicht probieren wir es im nächsten Video einfach nochmal und dann vielleicht sogar mit einer ganz anderen Haarfarbe. Ich habe hier schon so ein paar Ideen. Ich hatte ja auf Instagram so ein bisschen gespoilert, dass ich schon 4 Haarfarben geplant habe. Und das war Part Nummer 1. So in 2-3 Wochen, denke ich mal, wenn das Video so ein bisschen rausgewaschen ist, kommt dann schon die nächste Frisur. Deswegen abonniere meinen Kanal, aktiviere das Glöckchen, damit du keine Videos verpasst. Lass dem Video gerne ein Like da und kommentiere gerne mal unten deine Meinung zu diesem Video und meiner neuen Haarfarbe. Ich fand es sehr, sehr cool, dieses Experiment. Ich bin happy mit meinen neuen Haaren, auch so mit dieser Haarlänge. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich mag es total und bin froh, dass ich es ausprobiert habe, wenn es auch nicht ganz so knallig geworden ist, wie ich es mir erhofft habe. Aber egal, ich halte euch auf Instagram wieder auf dem Laufenden, deswegen folge mir auch dort und ansonsten würde ich sagen, bleibt gut drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!